So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Steffen dabei. Hallo! Und wir gucken uns heute an Bug-Chain-Kombo gegen GW mit ein bisschen eher Lands. Ich habe es jetzt mal als GW Lands bezeichnet. Es hat einen Rot-Splash für Minsk und Bu drin. Ja. Und ja, dementsprechend ist es aber auch, glaube ich, kein Eldmulch, sondern wirklich ein grün-weiß-rotes, ich glaube, er selber nennt es Rack. Nee, wie heißt der, der Elf, der raussucht? Reclaimer. Also GWR Reclaimer. Ich würde sagen, es ist eine Art von Slow-Depths-Variante. Ja gut, mittlerweile fast die Standard-Variante. Ja, ja. Ja, mittlerweile gibt es ja so viele Lands-Varianten mit grün-weiß-rot. Und auf der anderen Seite Bug-Chains, schön mit Chain of Smog. Ja. Und dem guten Uro. Die Klassiker. Ja, dem guten Uro von Da haben wir auch einen Reclaimer. Drei Länder. Der nimmt einen Forest. Gross. Ich hätte jetzt nicht mit dem Forest gerechnet. Ich hätte mit dem... Auf dem Forest was draufgemalt? Nee. Das Weiße da oben in der Ecke sah kurz aus, wie als wären da Augen draufgemalt. Nee, ist ein Beta. Achso. Vielleicht sieht es deshalb so strange aus. Reclaimer. Gute Karte. Das heißt, er hatte schon einen auf der Hand, deswegen braucht er ihn nicht. Karakas noch auf der Hand. Reclaimer hier halt nicht so wirklich was ich rausholen kann, weil ich habe das Gefühl, das Deck macht halt nicht so viel mit Reclaimer. Kommt drauf an, glaube ich. Okay. Okay. Das ist eine Ansage. Ja. Das sind Karakas, aber da kommt halt auch ja, das Ending. Ending nimmt ihn raus. Na gut, er hat ja, also Torben hat ja auch Turn 1 Ponder und danach den Rest weggeschaffelt mit dem Fetch. Also von daher, dass er da direkt was gefunden hat. Gut für ihn, schade, dass das Ending kam. Dryad, Waste. Ja, würde ich kurz sagen, also von der Handkarten her. Machen wir jetzt hier nichts mit 3 Mana. Krass. Auch irgendwas muss da noch kommen, oder? Nee, das ist ja schon rum. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Also ohne das Deck zu kennen, hätte ich wahrscheinlich auch versucht, ihn von Schwarz einfach mal abzuschneiden. Generell ist das Deck ziemlich anfällig gegen Wastelands, habe ich mittlerweile festgestellt. Dementsprechend hat es überhaupt Basics? Es hat Basics drin. Hübsche Fulltext oder Snowcard Basics. Aber es ist tatsächlich sehr anfällig, weil es halt braucht halt wie viele Bug-Decks, einfach immens viel verschiedene Mana-Farben. Und das habe ich auch mit 2 oder 3. Ist aber vom Matchup her. Was glaubst du, wer ist vorne? Schwierige Frage. Ich halte Green, White, Red Depths für ein sehr, sehr starkes Deck aktuell. Ich weiß halt nicht, wie gut Torben sowas wie ein Minsk und Bu handeln kann. Kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, dass der Kombo-Weg sonst von Torben schon recht stark ist. Reclaimer. Zweite Reclaimer. Fetch. Nur man muss jetzt auch dazu sagen, dass halt natürlich Bug-Chain-Kombo kein Fast-Kombo-Deck ist, aus meiner Sicht. Also es ist halt nicht wirklich schnell in Legacy-Standards gemessen. Das Problem ist halt, dass es nicht schnell sein darf, weil wenn du es versuchst, schnell durchzuziehen, dann hast du keine Handkarten mehr. Ja. Es gibt ja diese schwarz-grüne Variante von der Chains, genau. Die halt auch fast geht, die auch mit Defense Grid und so weiter arbeitet. Das ist schon okay. Einmal ein Triom und einmal irgendwas anderes. Danke, weil das habe ich nicht erkannt, weil das für ein Land war. Noch eine Flex Sounds. Das hat mich jetzt überrascht, dass er mehr als eins spielt. Aber da spricht ja das ein Hexenspieler aus mir. Tatsächlich spielt man 2 bis 3, weil sie sind Mana-Ramp. Ja, ja, klar. Sext sie mit dem Reclaimer zum Beispiel weg oder mit einer Crop-Rotation, falls er sowas spielt. Dann kriegst du halt direkt ein Land wieder dafür. Zusätzlich zu dem, was du natürlich suchst. Da ist der Minsk und Bo. Land. Ja. Force of Will, noch ein Land. Genau, und da schiebt er. Und das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, ob Bug-Chain-Kombo einen resolveden Minsk und Bu handeln kann. Naja, man hat auf jeden Fall Blue Blast, glaube ich, im Sideboard. Und ja, jetzt mit Sideboard ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, Mainboard-Kiste, den hat nicht gut gehandelt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Frage ist halt wirklich, wie kann man damit umgehen, weil Buckchain kann ja theoretisch auch Early Commos spielen. Ich meine, er hat auch auf Turn 2 einfach die Typen rausgelegt, weil was will ich da machen, aber. Aber ich glaube, so, desto länger ich drüber nachdenke, ich sehe das Lands vorne, einfach auch wegen den Wastelands. Er hat dadurch ganz nette Disruption. Torben kann schlecht mit Ländern interagieren vom Deck her, weil er kann es sich nicht erlauben, Wastelands oder sowas zu spielen. Und dementsprechend hat vielleicht Lands da schon einen Vorteil. Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Bug kann halt auch mit so einem Uruk-Reinplan irgendwas machen, aber ja. Ich weiß halt nicht, wie stark die Depths-Kombo in dem Deck vertreten ist. Und ob überhaupt noch. Und was er vielleicht noch für ich weiß nicht, ob spielt Green White Red Lands noch sowas wie Field of the Dead? Ich glaube halt nicht. Okay, das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Das ist halt das Problem. Lands kann so viele verschiedene Dinge theoretisch im Deck haben. Mittlerweile. Ja, vor ein paar Monaten gab es halt noch eine Version, das war's. Ja, aber mittlerweile, also auch von den Ländern an sich, er kann ja auch sowas haben wie Maze of Is, er kann Glacial Chasm haben. Und man hat den vor der Combo nicht. Nee, halt überhaupt nicht. Ist an sich sehr spannend. Wieder Länder, Reclaimer, Land auf der Hand, Ramunap, war so interessant. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so unendlich schlecht ist für. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das halt. Ich will es halt nicht vermuten, dass es relativ ausgeglichen ist. Mit einem leichten Upside vielleicht für Lands. Schöne schwarzreinige Duels. Original schwarzreinige. Okay, ich meine, in deiner Lieblingssprache. Ja, das ist natürlich wundervoll. Ja, weil Deutsch ist die bessere Sprache. Wenn ich dann bedenke, dass mein Auto 220.000 Kilometer drauf hat und ich irgendwann Neues brauche, bin ich froh, dass meine nur weißrandig sind. Ja. Just saying. Oh, Library. Gute Karte. Ja. Und wird da was von genommen? Wir können halt fast schon einfach alles nehmen. Okay, wird noch eine nimmt man. Gezogen. Gehen wir auf 14 Leben. Und dann hat man wieder oben draufgelegt. Und da kommt. What the heck, ich kann das nicht erkennen. Das ist eine Witch. Ah, eine Satchmore Witch. Das ist eine Satchmore Witch. Ja, das macht Sinn. Ja, die ist halt nicht so gegen den Deck, das Tabernakel spielt. Das ist richtig. Dreh um. Und? Ja, Ebene halt, oder? Ah ne, Quatsch, er kann ja Triome als Ebene suchen. Ja. Triome als Ebene schön mit Stempel. Bah. Auch in Deutsch. Ja, das ist schön, aber und warum voll. Muss da der Stempel drauf? Und ist ja einfach nur egal. Also, liebe Leute, ganz ehrlich, Deutsch ohne Foil, ohne Stempel. Nee, mit Stempel ist schon okay. Nee. Das ist genau wie hier unten dieses komische kleine Weiße auf den Listenkarten. Großartig, liebe Liste. Ätzend. Ich würde die Liste lieben, wenn sie einen Impact am Preis mancher Karten hätte. Ja, das stimmt. Aber ich finde es ganz cool, dass hier tatsächlich jetzt gerade auf Snow-Covered Basics gefetcht wurde von Buck James. Alle drei Farben an Basics da liegen. In Pixel Art Snowlands. Ja, da habe ich schon wieder. Also, wenn die auf Deutsch wären, fände ich die cool, aber die gibt es auf Deutsch. Halt Siegler auf Deutsch. Das wäre noch was. Dann hättet ihr auch mich als nichts Kunden. Nichts passiert. Krass. Also kein Minsk und Bu auf der Hand. Nee, aber auch sonst nicht viel anscheinend. Oder man will halt was mit dem Reclaimer machen, aber. Ja, aber was willst du großartig mit dem Reclaimer jetzt machen? Weiß ich nicht. Also du kannst ja ein Land suchen, kannst nochmal ein Mana rampen. Aber da ist keine Deaths-Kombo und nichts in Sicht erstmal. Außer du machst was, er hat noch eine Crop. Rotation, das weiß ich natürlich nicht. Da haben wir einen wunderschönen Pest-Token, der aussieht wie, ist das ein Digimon? Ja, natürlich ist das ein Digimon. Das ist ja auch ein Digimon-Playmat. Ach ja. Wie funktioniert das?
Irgendwo da oben steht auch ein Blitzer, war es diesmal, glaube ich. Okay. Weil für Pokémon-Karten habe ich ja noch Verständnis als Token, aber jetzt sind wir schon bei Digimon angekommen. Ja, es ist auch das neue Kartenspiel, beziehungsweise Digimon ist das alte neue Kartenspiel. Das ganz neue Kartenspiel sind One Piece-Karten. Ja, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber meine Freundin hat direkt, wo die davon gehört hat, so, du magst doch One Piece. Ich so, ja, ich spiele Magic. Ich spiele einfach das gute Spiel. Ja. Das ist wieder Fear of the Dead. Aber ich habe keinen Debs gesehen. Nee. Das ist auf jeden Fall eine Tiger. Schwarzsonnig. Mal wieder. Tattoo. Ja, entschuldige. Kompetenz. Ja, schwarzsonnige Plateau, schwarzsonnige Tiger ist auch drin. Hm. Jetzt ist natürlich nicht die Frage, was man hier nimmt, wa? Ja, ist eine gute Frage. Ist das dieses... Das ist diese Meldkarte. Was? Das war die Titania Meld, das Meldland und... Ach und ja. Das Land und die Kreatur. Ja. Okay, das ist funny. Einfach mal Meld da drin zu haben, ist einfach funny. Also die Titania gemeldet. Ja, ja, ja. Das hätte ich gerne in Kamera gesehen. Ja, das wäre cool gewesen, das stimmt. Aber da war... Ist das ein Field? Ja, ne? Hm. Da ist die Tiger. Ja. 2, 4, 6. Ein Land fehlt noch. Grün Sansenet für Dryad würde funktionieren. Fetch wäre noch ein Zombie. Mhm. Warum hat man hier nicht die Dinge genommen? Das Land zum... Oh, man hätte hier melden können, da ist ein Green Sansenet auf der Hand. Stimmt. Man hätte die einfach melden können. Wenn man schon sowas spielt, muss man das auch machen. Oh, Minsk und Buu, Full Art voll. Ja. Was ist das? Erleuchte mich. Ein Removal würde ich behaupten. S-Trophy. Ja, ich wollte gerade sagen, müsste das eine S-Trophy oder sowas sein. Hm. Kommt noch ein Forest. Ist das jetzt das siebte Land? Ja, ist es. Ja, deswegen hat er auch schon Token hingelegt. Ja, mehr Digimon braucht das Land. Ganz auf jeden wichtig. Fall brauche ich noch neben Transformern und Pokémon. Stranger Things Leuten brauche ich auch noch Digimon in meinem Magic-Spiel. Yes. Hä? Warum hat er denn jetzt zwei verschiedene Token? Das verstehe ich auch nicht. Ich bin irritiert. Aber okay, die werden schon wissen, was sie machen. Das eine ist ein Buu. Ach ja, ein Hamster, natürlich. Ein mächtiger 1-1 Trample-Haste-Hamster. Als Digimon. Da kommt ein Schwert. Huh. Trigger, zahme 3 Leben. Ein bisschen spät, wenn man das hätte machen wollen, hätten wir das, glaube ich, auch früher machen können. Da ist die Meldkarte, glaube ich, auf der Hand. Sonzi ist für Green Sansenet. Yes. Underground Sea. Er hat eine Chain auf der Hand, glaube ich. Ah ja, da ist er auch. Für mich ist die Chain und da schiebt Lance. Hätte er da schieben müssen? Warte, was sagen die Pestungs, wenn sie sterben? Ein Leben, aber das war ja gerade, da war ja ein Apprentice. Der Apprentice macht ja jeden vierten Leben, du kriegst ein Leben. Das war kein Pennisches Dienst, das war ein Apprentice. Da habe ich mich verguckt. Weil sonst hätte er ja noch mit Tabernacle reagieren können. Hm, stimmt. Das stimmt. Aber Tabernacle ist halt auch wirklich, wirklich krass. Ja, das Problem ist am Tabernacle, du kriegst den Gegner halt auch nicht mehr tot. Also er macht sich dann halt unendlich Tokens und unendlich Leben. Also, ja, unendlich. Ja gut, unendlich ist halt schwierig. Ja, aber machst halt 60.000, 60.000, ja. Fertig. Die zieht ja der Landspieler nicht mehr ab. Hm. Schwierig zumindest. Meinst du, er könnte? Ha.
Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Damage der Landspieler hinbekommt. Wie viele Zombies kannst du machen? Nicht genug. Das ist immer so eine Sache, finde ich schwierig, in Wasteland zu spielen, sodass der Gegner es schon sieht. Ja, wenn er mit Basics angefangen hat, kann man das ruhig mal machen. Versuchst du das im Dessen Texas meistens ein bisschen zu vermeiden? Damit der Gegner nicht, aber bei Lance ist es halt so eine Sache, wenn er einen Waste haben will, holt er sich halt eins, ne? Oh, ja, Strix. Dass die noch gespielt wird, so krass. So eine coole Karte. Ich mag die Eule. Dafür könnt ihr doch einen Hut nehmen. Um noch ein bisschen mehr Pokémon ins Spiel zu bringen. Ja, mehr Hut für mehr Pokémon. Irgendwann haben wir gar keine. Brainstorm. Aber was ich habe immer das Problem bei Bugchains, was will man hier finden? Will man hier auf Combo gehen? Will man hier was machen? Ich glaube, theoretisch wird es auf jeden Fall Combo gehen. Ja, okay. Eins von den zwei Schwertern. Das Problem ist halt, er hat jetzt die Hand gesehen, da ist noch ein Schwert. Also auf Combo gehen wird schwierig, solange das Schwert noch da ist. Ja, aber das ist doch ein Duress. Warum? Ja, du willst natürlich Schwert raus haben. Ja, er hat ja auch eins genommen, aber es hat noch ein zweites da. Ich sag mal, vom puren Prinzip her kannst du halt trotzdem versuchen zu kombo, wenn du zum Beispiel zwei Pieces rauskriegst, aber... Ja, das stimmt natürlich. Bugchains hat einen Landdrop gemisst. Ja. Bitter. Kein Grün. Ja, Grün ist halt oftmals fehlend. Das ist halt der Nachteil, dass man hier auf Basics fetcht. Und das ist halt auch das Schöne, was man machen kann. Force Pitch Uro. Okay. Verstehe ich, aber Library will man nicht sehen. Wenn man schon Landdrops misst und da in einer blöden Situation ist, dem Gegner noch mehr Vorteil geben, lieber nee, nicht. Nicht. Echt nicht. Pachukabock? Tschüss, Friedhof. Ja. Kann man machen, weil es halt ein Land ist. Also Chains sind auf der Hand. Push. Aber es ist immer noch... Beat für ein. Nice. Ja. Nice. Baleful Strikes Beatdown. Immer noch. Beam. Ah, das ist so bitter, wenn man kein Länder zieht. Ja, das ist richtig bitter. Minz-Gumbo. Kann aber aktuell nicht casten. Naja. Aber die Strikes. Tricks. Trix zieht kein Land. Oh, das ist bitter. Wahrscheinlich liegt es auch gar nicht so weit weg von der Möglichkeit, dass er einfach gewinnen könnte. Oh, okay. Wir sind für eins. Ja, Reclaimer. Reclaimer. Damit ist der Minsk und Bu auch nicht mehr weit weg. Nee. Leider nicht. Das ist eine starke Karte. Reclaimer. Pumpt halt gleich nochmal Mana. Warum bitte? Das ist ein Sorcies. Achso, das ist ein Sorcies jetzt. Ja. Boy, da geht der Minsk und Bu, obwohl man es nicht will, eigentlich. Ja. Aber. Pff. Ja, aber man muss. Wieder macht es gezogen. Alter, zu schnell zu Ende. Wirklich bitter gerade. Ja. Oh doch, da ist ein Boseiju. Kann man das Wasteland? Ja. Wasteland man das hier? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Auf jeden Fall. Weil er hat ja gemerkt, wie lange er schon Landdrops sucht. Das hätte ich ja sofort gewastelandet auch. Dann gespielt? Gute Frage. Sehr gute Frage, tatsächlich. Zwei Handkarten. Man könnte jetzt versuchen, hier die Chains zu spielen. Ja. Aber die Chains zu spielen. Ja. Komm, nehme ich dir deine Sachen. Ich weiß ja, was du noch hast. Er weiß ja, dass das noch ein Schwert und ein Dings ist. Eine Endurance. Ja, würde ich wahrscheinlich beide fetchen und dann zurückwerfen.
Ja. Es ist halt die Frage, was man dadurch dann wirklich gewonnen hat. Ich meine jetzt, okay, er spielt die Sachen halt aus. Ich glaube, er hat 3 Handkarten. Damit hat er immer noch dann was auf der Hand. Ach so, Torben meinst du, hat noch 3 Handkarten? Ja. Das kann sein. Ist ein eigener Friedhof drunter? Oder kein Friedhof drunter? Nee, kein Friedhof drunter. Nur ein Friedhof drunter. Ja. Dann zweit noch ein Schwert. Ich meine, es ist Forsting dazu, seine Sachen ungünstig zu benutzen. Wow, sind das 3 Chains. Uff. Wow. Wow. Ja, damit ist Kombo ja fast vom Tisch. Das tut auf jeden Fall weh. Ja. Frage ist, was man hat man dann behalten? Sieht fast aus wie eine Library. Was? Das ist strange. Dann hätte ich lieber ein Combo-Piece behalten. Ja, absolut. Aber er hat endlich das Mana. In Before Wasteland. Ja. Ja, da ist die Library. Ich meine, Library vielleicht kann immer noch die 4. Chain und was finden, aber... Da ist das Trio. Boah, schwierig. Zu überlegen, ob man die Flexions haben will. Jetzt geben wir mal ein kurzes Update auf Reclaimer. Könnte der damit jetzt ein Wasteland suchen? Ja. Dann verstehe ich die Library ein bisschen mehr. Dann hat er wahrscheinlich Angst, wenn er das Land zieht, dass er einfach direkt gewastelandet wird und wieder abgeschnitten ist. Und mit der Library kann er wenigstens wieder mehr Mana finden. Aber super. Deine Hund mit so einem guten Top-Deck. Das ist ein guter Top-Deck. Da hast du doch keinen Bock mehr. Ja. Da ist der jetzt 4-4er-Hamster durch Aktivierung von Minsk und Bo. Dann Beatdown für 10. Stirbt der Hamster. Macht halt nicht so viel. Da kommt nochmal schön 3 Damage. 6 Damage insgesamt. Den habe ich verpasst. Achso, wegen dem Trampel natürlich. Ja. Das tut schon weh. Library. Gucken, was findet. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja das Problem. Ne? Theoretisch würde man. Ja, das ist so. Ja, das ist leider ein Konzept. Aber auf der anderen Seite, schön gespielt von GWR-Dabs. Wirklich schön runtergespielt. Wirklich stabil runter. Das war schon krass. Ja, war ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.